Wenn du wissen willst, was es mit dieser Leuchte auf sich hat, dann musst du dranbleiben. Fotizubehör? Fotirästli! Hallo! In diesem Video geht es um die neue Ringleuchte. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Flächenleuchte ist auch ein bisschen weit hergeholt. Keine Ahnung. Grundlicht, LED-Licht. Tausend Namen für eigentlich das Gleiche. Es ist eine Leuchte, die relativ viele Einsatzmöglichkeiten hat. A, haben wir da hinten mal quasi den Bedienteil, kann man auch über eine Fernbedienung noch bedienen. Wir haben Leistung, die man auf und abstellen kann. Man kann hier die Farbtemperatur verstellen. 5600 bis 3200 bei dieser Leuchte jetzt. Dann kann man sie über das mitgelieferte Netzteil betreiben oder mit V-Mount-Akku oder halt, es gibt so Adapterplatten, die nachher 2 NFP oder 4 NFP oder NPF-Akkus kannst du drauf tun, sorry. Dort haben wir nachher auch die Möglichkeit von einer autonomen Stromversorgung, wo du keinen Stromanschluss brauchst. Was auch noch witzig ist jetzt zum Beispiel bei dieser Leuchte, ist, dass du kannst sie auch quasi so montieren und nachher so aufstellen. Ja, man hat relativ viele Möglichkeiten für den Einsatz dieser Leuchte. Ich finde sie noch cool, wenn du wahrscheinlich irgendwie ein Produkt willst fotografieren willst, wo du gleichmäßige Ausleuchtung von einer Fläche brauchst und nicht willst, ein LED-Licht mit Softboxen und so kaufen, dann bist du wahrscheinlich mit so etwas nicht schlecht. Du kannst auch hier mit irgendwelchem Karton kannst das relativ einfach abkleben und dir einen einfachen Rechteck machen oder wie auch immer. Also, man hat eine relativ grosse Leuchtfläche und du hast nicht wie bei den herkömmlichen LED-Flächenleuchten die einzelnen LEDs, die du siehst, sondern es ist eine homogene Fläche, ein homogenes Licht, wo vielleicht auch quasi wie eine Sonne könntest verwenden. Also, das sind jetzt alles so Sachen, die man jetzt einfach so spontan in den Sinn kommen, was mit dem so könntest du machen. In dem Sinn, das Licht wird in einer so einer Transporttasche oder Box oder wie dem auch immer wollt sagen, geliefert mit Fernbedienung. Der Montage, was du noch zusätzlich brauchst, ist ein Stativ natürlich, wo dann auch genug Tragkraft muss haben, wenn du es jetzt vielleicht sogar irgendwie über einen Galgen machst oder so. Das Netzteil und Stromkabel wird mir mitgeliefert. Also kannst du eigentlich gerade loslassen, wenn du das Produkt kaufst. In dem Sinn, wenn das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn du den Kanal noch nicht gekannt hast, dann doch abonnieren, dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Wenn du eine Frage zum Produkt hast, unten dran posten und wir beantworten das gerne beantworten. Danke dir für deine Zeit und einen wunderschönen Tag. Tschüss!